Eieiei! Liebe Abonnementen, wir sind schon gleich bei 147.000. Also, was will ich sagen? Ich wollte nur fragen, sind Sie noch im Urlaub oder schon im Krieg? Nein, Quatsch. So weit wollen wir gar nicht denken. Wie komme ich drauf? Weil der Michi Kretschmer war doch gerade bei der Maischberger. Ganz wichtige Sendung. Es wurde sich über die AfD unterhalten. Natürlich war die AfD nicht eingeladen. Es ist ja immer schöner, man spricht über jemanden, der gar nicht da ist. Das ist eben Demokratie. Und der Michi hat einen ganz schönen Satz gesagt. Jetzt stellen Sie sich doch mal vor, Trump, dieser Trump, würde in Amerika die Wahlen gewinnen. Ja? Und dann vielleicht noch den Krieg beenden in der Ukraine. Wie ständen wir denn da? Genau. Und deswegen kann ich nur sagen, macht bitte Urlaub weiter, kommt aber rechtzeitig zu, damit die Quittung serviert wird zum 1. September, Weltfriedenstag. Gehen Sie wählen, bitte. Was hätte Sie, liebes Publikum, liebe Abonnementen, erwartet, wäre jetzt eine aktuelle Kamera? In der Sächsischen Zeitung stand einen Tag, zwei Tage nach dem 1. Juli, Sie wissen, doch der Volkspolizei, wie kommt die Vogelgrippe nach Amerika? Ganz einfach, schwarz auf weiß steht dort geschrieben, ich muss schon pumpen, dass ich nie einen Vogel kriege. Also natürlich hat sie sich von China durch die Wasserbüffel, ist ja logisch, woher sonst, ne? Also kann ja gar nicht anders sein. Viele Viren werden eben übertragen durch Wasserbüffel aus China nach Amerika. Und dort hat das Virus, Sie wissen natürlich H5N1, wir sind ja jetzt alles Experten für die Vogelgrippe. Oh, jetzt müssen wir aufpassen, nicht, dass es schon sich überträgt, gleich vom Rindvieh auf den Menschen. Sehen Sie, vorsichtig, also. Dieses H5N1 überträgt sich, und das stand wortwörtlich drin in der Sächsischen Zeitung, also muss es stimmen, das Virus betrachtet das Euter wie ein Huhn. Haben Sie das verstanden? Das Virus fühlt sich am Euter wie ein Huhn. Das sind so Momente, wo ich denke, Uwe, jetzt bist du kurz vorm Durchdrehen. Und das hätten Sie jetzt in der aktuellen Kamera gesehen, aber wir haben Gott sei Dank Sommerpause. Gleich kommt der Wunschbriefkasten. Deswegen sagt man ja wahrscheinlich nochmal, du hast wohl einen Vögel, du Rindvieh. Ja, da ist die aktuelle Kamera doch gleich da. Liebe Abonnementen, wir hatten es versprochen. Zuschauerpost wird jetzt beantwortet in der Urlaubspause. Und den ersten Teil davon sehen Sie jetzt. Sehr geehrtes kleines Fernsehkollektiv, vielen Dank für die prompte Rückantwort. Es tut gut in einer Zeit, wo Aussitzen im absoluten Trend liegt. Ich hätte noch ein Anliegen. Es kann doch wohl nicht wahr sein, dass Abgeordnete, egal welcher Fraktion und Partei, und die hochrangigsten Regierungsmitglieder sich mit ihren Handys abgeben, wenn ein Redner spricht. Ich bin der Meinung, man sollte Handys im Bundestag verbieten. Genau, das bringen wir hier ein als Bürger dieses Landes. Man muss sich ja schämen, wie respektlos Menschen sich verhalten, die Vorbild sein sollten. Krabbelgrube, Bundestag. Hier sollte mal wirklich jemand nachhaken. Liebe Grüße, Gernöd. Sehr schön. An der Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei meinem lieben Freund Bernd aus Berlin, denn der hat mir etwas gesandt. Unvorstellbar. Einmal Friedrich Schiller mit 3 Punkten, das heißt nicht, der ist blind, sondern für den Pfeffer zuständig, und Goethe als Salzstreuer. Vielen Dank. Klassikerstadt, also großartig. Das können wir hier sehr gut gebrauchen. Schiller ist Pfeffer und Goethe das Salz. Wunderbar. Mein Humor. Vielen Dank. Und hier hat uns eine liebe Frau etwas gesandt, das Sorginchen. Die einzigen, die den Daumen lutschen dürfen, die steckt man in die Tasche und hat sie immer dabei.
Es ist ein kleiner Sorgenfresser. Die Lütte besteht aus Schafwolle, 100% Natur vom Fischland Dars unter Insel Rügen. Wie funktioniert sie? Man steckt den Daumen ins Mäulchen und wenn man aufgeregt, traurig oder wütend ist, reibt man die Lütte, bis sie warm wird. Und dann beginnt die Magie. Es fängt an zu blubbern und zu blubbern. Es entstehen kleine Bläschen, die man sich nicht erklären kann. Aber die Sorgen sind dann schon mal aufgeteilt. Und ihr kennt doch das bestimmt schon von den Bäumen. Da geht die schlechte Luft rein und der reine Sauerstoff kommt raus. Bei den Lütten ist es ein klein wenig anders. Hier kullern die kleinen Sorgenbläschen durch die Wolle, platzen und weg sind sie. Ganz groß. Aber trotzdem lieben Dank. Also darauf kommt man nicht. Vielen Dank. Es ist einfach schön. Sorginchen. Was wären wir ohne das Lachen? Wir wären ganz traurig. Sehr geehrter Herr Steimle, ich ließ Ihnen als Hobbydichter, der vom medialen und politischen Unsinn immer wieder inspiriert ist, in den letzten Wochen Gedichte zukommen. Oh, das klingt beinahe wie eine Drohung. Wir haben sie nicht veröffentlicht. Ei Gott, Entschuldigung. Ihr Team reagierte kurz. Die Zeilen waren sicher nicht so gekonnt wie die Ihren in der AK. Wirklich brillant und leider auch völlig treffend. Gibt es davon eine schriftliche Version, die Sie zur Verfügung stellen? Ich schrieb nach dem Schauen der letzten aktuellen Kamera letzte Woche spontan einen Kommentar in Reimen, nicht als Korrektur, sondern als Ergänzung. Und natürlich bringt die aktuelle Kamera ihn. Achtung! Welch hervorragend treffendes Gedicht. Doch die Ganoven hören's nicht. Nein, sie stopfen sich die Ohren zu und hauen weiterhin in aller Ruhe uns die Taschen voll mit Lügen. Ja, wer's gewohnt ist zu betrügen, wird davon niemals mehr frei. Und er weiß, die Polizei beschäftigt sich mit kleinen Fischen, die manchmal eben nicht entwischen. Die Großen aber werden eskortiert und Young Global Leaders produziert, die das System perfektionieren und ganze Staaten in die Pleite führen, dann Rettungspläne präsentieren, den Begriff Freiheit neu definieren, sodass der ARD-gelernte Konsument niemals den wahren Feind erkennt und brav bei den nächsten Wahlen wählt die Fortsetzung der Qualen und nicht begreift und sieht, er selbst ist seines Unglücks Schmied. Respekt. Mit freundlichen Grüßen, Tim. Danke, lieber Tim. Ich hoffe, ich hab's einigermaßen vorgetragen. Hier hat mir mein Freund, der Jens Krämer, was geschickt. Ei, wer ist denn das? Oh Mensch, die haben gar keine Schuhe an, das geht doch nicht. Wo sind denn eure Schuhe? Und die Hand ist auch ab, ne, sag mal. Also Entschuldigung, daran sehen Sie, es ist eben alles, ja, Also die Schuhe müssen wir auf jeden Fall anmachen. Einmal, zweimal, was ist denn das? Hier ist auch was ab. Ach Gott, so, wie hießen die Figuren? Richtig, Fix und Fax. Nicht zu verwechseln mit Fix und Foxy. Und der liebe Jens Krämer, das ist unser lieber Steinmetz aus Keitz, der hat nämlich gesagt, Uwe, du musst immer wieder was machen, wo die Leute ein bisschen lachen können. Wir können immer bloß diesen Irrsinn hier kommentieren und da haben sie völlig recht. Und dazu hat er mir nämlich gelegt, also nicht zu verwechseln, dazu gelegt mit Fix und Foxy, dazu hat er mir nämlich einen Brief gelegt, warum diese Figuren bei ihm gelandet sind. Die gehörten seinem Onkel. Bitte, alleine der Brief. Was die sich für eine Mühe gemacht haben. Ich lese das jetzt mal vor. Und ich weiß, dass es Sie interessiert. Lieber Wolfgang, sicherlich wirst du schon das Warten auf eine Antwort von mir aufgegeben haben. Aber ich wollte dir zu gern deinen Wunsch erfüllen. Leider ist das mir nicht möglich. Das Heft Nummer 10 ist wie vom Erdboden verschwunden. Schon damals. So wie dir
musste ich noch vielen meiner Freunde eine Absage schreiben. Du kannst mir glauben, dass mir das nicht leicht gefallen ist. Wie gefällt dir denn sonst mein Heft? Was sagst du zu Otto Briemels Beiträgen? Gefallen sie dir? Wenn du mal eine Frage auf dem Herzen hast, dann schreib uns. Wir antworten dir gern im Heft. Nochmal alles Gute und viel Erfolg für das Jahr 1966. Dein Freund Atze hat sogar unterschrieben. Da war also ein Preisausschreiben drin und er hat diese beiden Figuren gewonnen. Jetzt muss ich noch dazu sagen, das ist hochinteressant. Achtung, gedruckt in Berlin-West, Mohrenstraße. Herrlich, vielleicht kann die Kamera mal ranfahren, dass man das hier sieht. 1966 wurde noch auf Papier gedruckt. Ja, da war nichts mit euch wollen wir nicht, mit, ja, nein. Das Papier haben wir dankbar genommen aus Berlin-West. Atze, so hieß die Zeitschrift. Und das, warum ich überhaupt darüber spreche, das begeistert mich so. Diese Figuren hat der kleine Pionier damals geschenkt bekommen. Diese Figuren kosten heute 180 Euro. Herrlich. Ist doch absolut erwähnenswert. Dankeschön, lieber Atze. Ich hoffe, du lebst noch. Hier sind sie beide nochmal. Und wir wollen die DDR Uni wieder haben, wir wollen sie uns aber Uni nehmen lassen. Versteht ihr? Das ist was ganz anderes. Und jemand, der keine Erinnerungen, keine Wurzeln hat, der ist eben dann nur Humankapital. Das wird ja hier ganz groß geschrieben. Lieben Dank, Herr Steimle, für Ihre Beiträge, die ich mir immer gerne hier im Westen Deutschlands anhöre. Stimmt, die Sonne geht im Westen unter. Friedrich Merz hat's erkannt. Ihre feine Sprache ist ein Trost für die Ohren und ganz besonders, wenn Sie schöne Texte vortragen oder Gedichte. Vielleicht würde es auch andere erfreuen, wenn Sie zum Beispiel bei Ihren Beiträgen den wunderbaren Erich Kästner mit seinen so aktuellen Versen vortragen könnten. Sie gastieren hauptsächlich immer nur im Osten, aber Ihre Stimme wird doch auch hier gern gehört. Tja, das kommt daher, weil man in der BRD keine Möglichkeit findet, mich auftreten zu lassen. Es wird dann gesagt, wir würden gerne Sie auftreten lassen, Herr Steimle, aber wir finden keine Termine, geschweige denn Lokalitäten, wo dies möglich sei. Deswegen habe ich nach wie vor auch in Berlin Hauptstadtverbot mit eben dieser Begründung. Sowohl die Distel als auch die Wühlmäuse würden mich gerne auftreten lassen, aber es finden sich keine Termine und auch keine Auftrittsorte. Das ist nun mal so. Ich habe mit Gregor Gysi eine sehr schöne Sendung, glaube ich, vor Jahren gemacht. Missverstehen Sie mich gründlich. Ich habe Gregor angerufen, warum die nicht ausgestrahlt wird. Alles andere wird ja auch ausgestrahlt. Es gab sogar Teilnehmer dieser Sendung, die gesagt haben hinterher, das war die beste, die sie überhaupt jemals dort gehört haben. In der Distel wurde die damals übrigens noch aufgezeichnet. Und die Begründung war, O-Ton Gregor, er hat damit nichts zu tun, das machen andere. Also, Sie sehen, als Feind der Demokratie, das muss ich ja auch über mich ergehen lassen, kann man eben dann nicht gesendet werden. Ja? Und auch das ist ein Fortschritt. Gucken Sie mal, früher wurden Bücher nur verbrannt. Heute werden sie gar nicht erst gedruckt. Braucht man sie auch nicht mehr verbrennen. Erich Kästner lässt grüßen. Ich habe noch eine Karte bekommen von den Seychellen. Dort ist übrigens, wenn Sie auf dem Boot sitzen und ins Meer schauen, dann sehen Sie 25 Meter in die Tiefe und sehen die Fische schwimmen. Das hat wirklich paradiesische Zustände. Das Einzige, was mich stört, nicht gegen die Seychellen, dort sind immer 31 Grad. Du schwitzt schon vom Nichtsmachen. Und die 31 Grad sind jeden Tag. Und nachts sind es vielleicht 27. Also da wirst du verrückt. Aber ich habe mich so lieb gefreut. Lieber Herr Steimle und das kleine Fernsehkollektiv, auch wieder von den Seychellen wollen wir Sie herzlich grüßen. Dieses Jahr, trotz des schlechten WLANs, verpassen wir keine Folge der aktuellen Kamera auf den Seychellen. Das gibt's da alles nicht. Vielen Dank. Wir sind wieder dem Inselvirus verfallen und der Takamaku-Rum schmeckt klasse. Gut, dass Sie es noch richtig geschrieben haben, Takamaku. Wir genießen die Gastfreundschaft und die Natur. Nur zu heiß ist es, sehen Sie.
Es grüßen Heike und Thorsten aus Markleeberg. Wir sind am 12. September im Haus Leipzig, Reihe 6, Platz 15. Ich winke zu und gucke genau hin. Ich habe für Sie ein kleines Mitbringsel, das würde ich Ihnen gerne geben. Och, ist das lieb. Bitte keine Kokosnuss, die Coco de Mer. Ich hab schon eine. Macht's gut, ihr Lieben. Na? Liebe Abonnementen, Sie haben natürlich absolut recht, wenn Sie sagen, Herr Steimle, was ist in den letzten Woche wieder passiert? Ich sag's Ihnen. Ich gehe ja wie Sie mit wachen Augen durch die Botanik und habe einen Brief absenden wollen, vorne in Niedersedlitz, und dort war eine Briefmarke drauf mit dem Papst. Ja, und da sagt die Postangestellte, was denn, soll man dem jetzt auch einen Stempel verpassen? Na, ich sage, ja. Ja, aber der ist dann entwertet. Wie entwertet? Naja, weil die Briefmarke gilt nicht, das ist eine italienische Briefmarke. Wieso, das verstehe ich nicht, ist doch der Wert drauf in Euro 1,10 Euro, sogar noch mehr als 85 Zentner. Ja, aber italienische Briefmarken befördert die Deutsche Post nicht. Ich sage, ich denke, wir haben Europa. Sie müssen mit mir doch jetzt bitte hier nicht diskutieren. Zur Post komme ich gleich nochmal, denn ich habe wunderbare Erklärungen bekommen, wie das mit italienischen und sonstigen Marken zusammenhängt. Ach, es sind aber auch schwierige Zeiten. So, was haben wir hier noch Schönes? Gucken Sie mal. Guten Abend, Herr Steimle. Als begeisterter Wessi-Zuschauer habe ich mich noch nirgends registrieren können, um die 146.000 Abonnementen voll zu machen. Zu Ihrer Frage, warum die Deutsche Post keine Briefe mit einer ausländischen Briefmarke versenden will, gibt es allerhand Juristensprech. Aber ich versuche es hier einfach wiederzugeben. Los geht's. Der Weltpostvertrag sah von Anbeginn an vor, dass Briefe mit ausländischen Absendern und Empfängern, ja sogar mit ausländischen Briefmarken, zweifelsfrei von der Deutschen Post immer transportiert wurden. Aha, Weltpostvertrag, nie gehört. Jedoch muss man hierbei ein Detail beachten. Unter den Empfängern kommt die juristische Floskel non-domestic F.R.G. In Deutsch nicht in der politisch-historischen Lückenfüller. Ich habe es nicht verstanden, aber ich bin vielleicht auch schon zu alt. Germany zu Hause. Damit kann auch heute ein Brief nach wie vor transportiert werden, auch in Länder, die es offiziell gar nicht mehr gibt. Ja, bei uns gibt es ja, egal. Wenn Sie denn Teilnehmer des Weltpostvertrages waren, man vergaß damals eine Art Austrittsklausel. Die größere Frage bleibt jedoch, ob die heutige Post sich in der Vertragserfüllung des Weltpostvertrages sieht. Oder, noch schlimmer, möchte man, dass sie immer wieder daran erinnert wird, so wie dies ich gerne hier tue. Ich höre jetzt auf. Ich werde verrückt. Frühere Postleiter meiner Region ist diese grundlegendste Wissen fremd. Früheren Postleitern meiner Region ist dieses grundlegende Wissen fremd. Ich kann nicht mehr. Hör auf. So, das war der erste Streich und der zweite folgt in der nächsten Woche. Da gibt es dann nochmal eine Zuschauerpost-Fan-Wunschbriefkastensendung. Und wir sehen uns pünktlich wieder zur Wahl. 1. September, Weltfriedenstag, Wahl in Sachsen. Und ich bin live in München zu erleben. Mal gucken, wie ich das hinkriege. Aber ich habe ja einen Privatjet von der AK. Genau. Nein, nein. Gehen Sie wählen. Machen Sie vom demokratischen Recht Gebrauch. Es ist auch völlig egal, für was Sie sich entscheiden. Aber geben Sie Ihre Stimme ab. Wir wollen daran glauben. Aus dem Osten kommt das Licht. Und schon im Wort Trost steckt ja der Osten drin. Und falls Sie sich fragen, wieso hat der Uwe dieses Feinkost-Niggi an, ich habe mich entschlossen, zu 35 Jahre Kehre all die aktuellen Kameras mal durchzusieben, durchzuschauen und kann Ihnen versprechen, pünktlich am 3. Oktober wird ein Buch erscheinen. Aktuelle Kamera, das Beste, Feinkost, 35 Jahre Kehre.
Merken Sie was? Das Virus ist eindeutig übertragbar. Machen Sie weiter Urlaub. Und gehen Sie wählen. Bitte. Tschüss. Mit Gemeinsamkeit. Los geht's. In eine neue Zeit. Los geht's. Seid ihr startbereit? Los geht's. Verlieren wir keine Zeit. Los geht's. Mit Gemeinsamkeit. Ganz liebe Grüße. Machen Sie ruhig weiter Urlaub. Und ich schmeiß den Ball zurück. Ciao! Vom Medizinball war das, Sie haben völlig recht. Ja, ich weiß gar nicht, ob man Medizinball überhaupt noch sagen darf. Ein Glück, dass Urlaub ist. Ich freue mich, wenn dann die Wahl ist und dann gucken wir mal, was danach passiert. Die Hoffnung stirbt zuletzt.